Mein Name ist Benno Hennig von Lange. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier in den Räumen der Fischer Verlage in Frankfurt am Main. Und ich begrüße natürlich auch alle, die uns jetzt über den Stream zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Heute ist der bundesweite Vorlesetag und ich werde euch nicht vorlesen, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast heute, der eigentlich gesagt hat, dass er euch vorlesen möchte, aber er hat noch nicht so ganz geglaubt, dass hier auch wirklich Kinder sind. Das müssen wir dem jetzt mal, glaube ich, beweisen. Und ihr müsst gleich mal, wenn ich bis drei gezählt habe, dann ruft ihr ganz laut Max. Okay, machen wir das. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn damit davon überzeugen können, dass hier Kinder sind, denen er gleich vorlesen kann. Also, ich zähle bis drei und dann ruft ihr Max. Eins, zwei, drei und bitte. Okay. Also, ich kenne ja normalerweise rufen ja Kinder viel, 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 viel lauter. Und es können jetzt auch die Mamas gewesen sein. Deswegen, ich zähle jetzt mal selber bis drei und dann ruft ihr nicht Max, sondern dann schreit ihr so laut ihr könnt, okay? Also, die Mamas und die Papas können sich ja schon mal die Ohren zuhalten. Also, so laut schreien wie ihr könnt. Auf die Plätze, fertig, eins, zwei, schreien! Ja! Jetzt glaube ich, dass Kinder da sind. Oh, ich sehe ihn, da kommt er. Schön, schön, dass ihr da seid. Hallo, 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 hallo. So, danke schön, danke schön. Vielen Dank. Also, wir haben dich überzeugt. Hallo Max, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier in Frankfurt. Wir kennen dich ja alle als Sänger. Also du singst meistens eben für Erwachsene, deswegen warst du auch gerade ein bisschen zögerlich, ob wirklich Kinder auch zu einer Veranstaltung von dir kommen. Du siehst ja cool aus. Es sind auch geschminkte Kinder da, nur für die Menschen, die im Stream sind, die sehen das ja natürlich nicht. Ja, die fünfte Jahreszeit hat, glaube ich, begonnen. Jetzt können wir wieder alle geschminkt herumlaufen und Kinder schminken geht sowieso jeden Tag, das finde ich auch. Wir alle kennen deine Lieder, wir lieben deine Stimme, dein Gesang und aber warum bist du jetzt heute hier in Frankfurt? Also ich darf etwas lesen aus einem Kinderbuch, was ich geschrieben habe. Und das habe ich geschrieben, weil ich selber Kinder habe. Und mit den Kindern, die sind jünger als meine Karriere. Und tatsächlich ist es kein Witz, meine Kinder haben früher im Kindergarten immer behauptet, der Papa arbeitet am Flughafen, weil sie mich ganz oft da mit der Mama hingebracht haben und dann auch wieder abgeholt haben. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich halt, wenn ich abends nach Hause komme, so wenig Zeit noch finde und eigentlich nur noch die Zeit habe, sie ins Bett zu bringen. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns, wenn der Tag zu kurz war, vor allem in der Nacht verabreden können, ins Paradies der Träumer. Und dann dachte ich, das muss ich mal unbedingt allen anderen Eltern und Kindern erzählen, dass es diese Möglichkeit nämlich gibt. Ja, dass man sich verabredet. Herzlichen Glückwunsch, du hast dein erstes Buch geschrieben, also nächstes Jahr ist deine Karriere als Sänger 20 Jahre alt, jetzt ist dein erstes Buch da. Wie fühlt sich das an? So was ganz anderes? Es ist was ganz anderes, aber es ist unglaublich schön. Wir machen auch manchmal bei Lesungen Musik, dann ist ein Pianist dabei am Klavier und dann singe ich noch Lieder dazu. Und das ist es, dann vermische ich das so ein bisschen, dann kann ich für die Kinder was singen und dann können die Kinder auch mitsingen. Und, aber was halt ganz schön ist, ist natürlich, dass das Publikum ein ganz echtes Publikum ist und dass ihr gar nicht nämlich aus irgendwelchen, weil ihr denkt, ihr müsst jetzt ganz freundlich klatschen, sondern ihr seid nur froh, wenn ihr wirklich froh seid und Erwachsene klatschen ja manchmal auch nur aus Anstand und deswegen ist es so schön und ich kann auch allen anderen Kindern sagen, die da sind, die können ruhig noch nach vorne kommen, also hier ist so viel Platz noch und ganz gemütliche Kissen, wenn ihr euch also traut, könnt ihr jederzeit nach vorne kommen. Genau. Und heute ist bundesweiter Vorlesetag, habe ich gerade schon gesagt. Du wirst uns vorlesen und ich finde sowieso, Vorlesen ist das Allerbeste, was Erwachsene und Kinder zusammen machen können. Was bedeutet Vorlesen für dich? Du hast gerade schon gesagt, ne, Geschichten, deine Kinder, aber liest du denen auch vor? Ich lese denen voll vor. Ich kann auch mal fragen, wer, wenn jemand von euch ins Bett geht, wem wird denn was vorgelesen von euch? Mhm. Und kann schon jemand selber lesen? Ja, da, können auch schon selber lesen. Ich finde nämlich Lesen deswegen so wichtig, weil wenn man ganz früh auch mit den Kindern anfängt zu lesen, dann ist irgendwann der Draht, dass sie selber lesen,
da. Ja. Und was wir ja alle lesen mittlerweile ist oder hören, dass immer weniger Kinder leider richtig gut lesen können. Und das bedeutet ja, dass man im Endeffekt vielleicht auch viel zu wenig versteht von dem, was um einen rumgeht. Und man muss ja lesen können, um bestimmte Dinge zusammenzuführen im Gehirn. Und dann muss man auch, wenn man die Schule macht oder den Führerschein macht oder was auch immer, es gibt so viele Dinge, wo man lesen können muss. Und ich glaube, für unsere Gesellschaft tatsächlich ist es deswegen so wichtig, weil wir, wenn nur junge Menschen viel lesen, dann sind es vor allem belesene Menschen und die sind wahrscheinlich weniger zu beeinflussen von irgendwelchen komischen, weirden Verschwörungstheorien, die hier so rumgehen. Ja. Und ich glaube, für unsere Demokratie und liberale Bevölkerung ist es wahnsinnig wichtig, dass unsere junge Generation liest. Und da hast du ein wunderbar tolles Buch geschrieben, finde ich. Und es ist wirklich herzlichen Glückwunsch, kann ich nur sagen. Ich bin total begeistert davon. Es heißt Komm mit ins Paradies der Träumer, hast du auch gerade schon mal kurz gesagt. Ich wollte aber noch mal wissen, wie ist es ganz genau dazu gekommen? Also als ich mit meinen Kindern das Paradies der Träumer entdeckt habe, da kann man sich nämlich verabreden. Jetzt muss ich aber mal fragen, war von euch jemand schon mal im Paradies der Träumer? Warst du schon mal da? Warst du schon mal da? Mhm. Wo warst du da am Marshmallowberg? Ich glaube, ich habe dich da irgendwo mal gesehen. Das kann gut sein. Und das ist nämlich tatsächlich so, wo warst du? Weißt du es noch? Wunschsprungfelsen? Ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich sogar. Also es ist so, dass man mit den Kindern das Paradies der Träume entdecken kann. Und das Schöne ist, dass die Kinder auch selber sehen, was es da alles gibt. Und als ich gemerkt habe, wenn ich mit meinen Kindern mich im Paradies der Träume verabredet habe, dass ich am nächsten Morgen denen erzählen musste immer, was wir erlebt haben, das musste ich deshalb erzählen, weil im Paradies der Träume gibt es eine Sache, die man nicht machen sollte, nämlich von den gebratenen, fliegenden Fischen essen. Wenn man die isst, hat man am nächsten Morgen alles vergessen. Und das ist sogar ganz verrückt, wenn man im echten Leben gar keine Fische mag, ist es trotzdem so, dass man im Paradies der Träumer nicht widerstehen kann. Aber ich bin Profi und eure Eltern vielleicht auch. Und die können euch am nächsten Morgen dann erzählen, beim aus dem Bett gehen, am Frühstückstisch, komm, ich erzähle euch, was wir heute Nacht erlebt haben. Und das ist immer super cool, weil man dann so eine Minute, ein, zwei Minuten verrückte Geschichten erzählt von dem, was man erlebt hat. Und dann wachen die Kinder mit Fantasie auf und gehen mit Fantasie ins Bett. Und das ist eigentlich alles, was wir wollen. Super, genau. Ja, ich will das auch. Und ich glaube, wir wollen uns jetzt nicht länger nur was vorstellen, sondern wir wollen gerne, dass du uns vorliest, Max. Sehr gerne. Würdest du das machen? Ganz kurz nur die Frage, wen werden wir jetzt gleich erleben? Also, in diesem Buch sind drei Geschwister. Und es ist die Tuff und Pin und das Geschwister, das alles erzählt. Und ich lese jetzt vor, was dieses älteste Geschwister mit erlebt. Und die leben mit ihrem Papa und dem Paul zusammen in einem Haus. Und ja, ich kann einfach mal anfangen zu lesen. Unbedingt. Max, super, okay. Gut, also dann geht's mal los. Ich fange an. So wie es nämlich bei uns auch immer losgegangen ist. Und alles, was da drin steht, ist übrigens 1:1 bei uns eigentlich so auch gewesen. Deshalb war das sehr gut, das Buch so zu schreiben. Ich glaube, wir müssen aber im Raum die Mikrofone leiser machen. Das muss ich an der Stelle sagen, weil ich habe das Gefühl, dass es gleich Feedback geben könnte. So. Okay, Papa kommt nach Hause, heißt das erste Kapitel. Papa kommt, ruft Tuff. Stimmt, ich höre das kleine Gartentürchen quietschen und das Klirren eines schweren Schlüsselbundes. Und noch bevor ein Schlüssel in das Schloss unserer Haustür gesteckt wird, da fangen wir alle vor Freude an zu kreischen und rasen, was Zeug hält zur Haustür. Meine Schwester Tuff ist die erste an der Haustür. Sie ist zwar erst 2 Jahre alt, aber weil sie gerade mit einem blauen Filzstift den Hausflur mit Krickelkrackel verziert hat, hatte sie es ja auch nicht so weit. Ich finde, dass sie die süßeste Tuff der ganzen Welt ist. Ich könnte sie ständig tragen, knutschen und beißen. So lieb habe ich sie. Das mal nur so nebenbei. Meine zweite Schwester Pin, die kommt von rechts. Sie ist übrigens erst 6 Jahre alt und ich finde, dass sie die stärkste und schnellste Pin der Welt ist. Ich möchte sie zwar nie tragen und nur manchmal knutschen, aber sehr oft beißen. Das nur auch mal so nebenbei. Pin kommt also aus dem Spielzimmer geschossen und hält sich mit geübtem Griff am Türrahmen fest, damit sie bei voller Geschwindigkeit in den Flur einbiegen kann. Sie hat, wie fast immer, ihren Ledermützenhelm an und eine alte Rennfahrerbrille. Und trotz der dicken, rutschigen Wollsocken, die sie von Paul gestrickt bekommen hat, da rast sie sicher durch den Flur, stellt dann einen Fuß quer nach vorn und rutscht die letzten Meter bis zur Haustür. Man muss wissen, unsere Haustür ist blau und sie geht nach außen auf. Und das ist ungewöhnlich. Warum das so ist, das hat irgendwas mit einem Drunken Carpenter zu tun. Das hat Onkel Paul gesagt.
Paul ist Engländer, deshalb sagt man auch Paul und nicht Paul. Und der sagt immer so komische Sachen, die ich manchmal ziemlich oft nicht so gut verstehen kann. Was ich aber verstehe ist, dass ein Drunken Carpenter ziemlich gut ist. Denn eine Haustür, die nach außen aufgeht, hat den Vorteil, dass Pin mit der Tür und mit ihrem ganzen Schwung aus dem Haus in Papas Arme fliegen kann. Papa weiß das natürlich und dann steht er mit ausgebreiteten Armen wie ein Torwart beim Elfmeterschießen vor dem Haus. Ein Elfmeterschießen, bei dem Papa drei Bälle kurz hintereinander fangen muss. Erst Pin, dann Tuff und dann mich. Papas kleine Kraftwerke. So nennt er uns immer, weil wir stark sind, weil wir sein Werk sind und weil wir ihm Kraft und Energie geben. Und nehmen. Irgendwie so. Papa schlingt seine Arme um uns und hebt uns mühelos in die Luft. Der tut dabei zwar so, als wären wir furchtbar schwer, aber ich weiß es nun mal besser. Papa ist einfach mega stark. Viel stärker als mein Sportlehrer Herr Hüpfemann. Okay, eigentlich heißt er Herr Hüfmann. Papa, da bist du ja endlich, quietscht Pin sehr laut. Ach, entschuldigt, dass es so spät geworden ist. Bei meinem Fahrrad ist die Kette gerissen. Ich musste es zur Werkstatt schieben und jetzt habe ich richtig Hunger, sagt Papa. Wir haben schon gegessen, fast Zähne geputzt und waren auf dem Klo, sage ich und beobachte dabei Papas Gesicht, denn ich weiß, dass er sich darüber freut, wenn wir um diese Uhrzeit schon ganz und gar bettfertig sind. Denn oft sind wir um diese Uhrzeit ganz und gar nicht bettfertig. Dabei ist es schon irgendwas zwischen 7 und 8 Uhr abends. Das weiß ich, weil ich schon 8 Jahre alt bin und das mit der Uhr ziemlich gut kann. Und ich hab ein neues Windel an, nuschelt Tuff. Sie hat ihren Schnuller fest im Mund und zieht mit einer Hand ihr Schlafanzug-Oberteil nach oben und mit der anderen Hand die Schlafanzughose nach unten. Alle sollen sehen, dass auch sie ganz und gar bettfertig ist. Ich möchte sie knutschen. Oh, das ist aber schön, freut sich Papa. Tuff schlüpft aus seiner Umarmung und rutscht dann Papa nach unten. Sie umschlingt sein linkes Bein mit ihrem kleinen Ärmchen und Beinchen wie ein kleines Monchichi und wartet darauf, dass Papa endlich ins Haus geht. Draußen ist es nämlich schon kalt und traurig schaurig. Pin quetscht sich ebenfalls aus der Umarmung und zerrt Papa ungeduldig ins Haus, mit viel Kraft. Ich bleibe auf Papas Arm und genieße das einfach mal sehr. Im Flur versucht sich Papa umständlich mit mir auf dem Arm, der zerrenden Pin am Jackenzipfel und Tuff am Bein, die Schuhe abzustreifen, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren. Natürlich übertreibt er dabei ein bisschen, aber es macht ihm auch Spaß, das kann ich ganz genau sehen. So, dann bringe ich euch jetzt mal ins Bett, sagt Papa. Die drei Kraftwerke wollen aber nicht ins Bett, das ist mal klitzeklar, sage ich laut und verschränke die Arme vor meiner Brust, damit es auch jemand mit verstopften Ohren verstehen kann. Pin stampft mit dem Fuß auf und ruft, ich gehe nicht ins Bett, ich habe ja heute noch gar nicht richtig gelebt. Die Fäuste hat sie schon wieder in der Luft und dabei dreht sie sich noch im Kreis. Heißt das, dass wir uns heute Abend nicht verabreden wollen, fragt Papa. Verabreden, das ist unser Geheimwort. Erst antwortet niemand, Pin schaut mich an, als wüsste ich, was jetzt zu sagen wäre. Also sage ich, doch, eigentlich wollen wir uns schon ganz klar verabreden, das steht mal fest. Ja, das steht ganz, ganz fest, ruft Pin mal wieder mit viel Kraft, mit so viel Kraft, als wäre sie ein Gewichtheber in einem Wettkampf. Pin macht alles immer mit viel Kraft. Reden, rennen, weinen, essen, auf dem Klo sitzen und schlafen. Ja, ehrlich, sogar beim Schlafen benutzt Pin viel Kraft. Sie dreht sich die ganze Nacht wie eine Bohrmaschine und boxt wie ein Känguru. Jetzt muss ich mal kurz was fragen. Es gibt den Ohrenbus. Ist denn jemand von euch mit dem Ohrenbus ins Bett gefahren? Nein? Okay, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören, weil ich denke, dass ab heute Abend sehr viele Eltern sich bedanken werden, dass sie mit dem Ohrenbus euch ins Bett fahren dürfen. Ich erkläre es euch mal, okay? Das nächste Kapitel heißt nämlich der Ohrenbus. Fahren wir heute mit dem Ohrenbus ins Bett? Frage ich. Na klar, aber einzeln bitte. Ihr seid mittlerweile zu schwer geworden, um mich alle drei gleichzeitig nach oben zu tragen, okay? Sagt Papa. Ich bin Erste, ruft Tuff, lässt Papas Bein los und flitzt zur Holztruhe. Die Truhe, in der die Hausschuhe sind, ist nämlich die offizielle Haltestelle für den Ohrenbus. Papa geht vor der Truhe in die Knie, so, guckt genau zu. Und Tuff klettert auf die Schultern. Hast du denn deinen Führerschein dabei, fragt Papa. Der ist oben am Bett, sagt Tuff. Ja, dann die Fahrkarte bitte. Tuff nimmt den Schnuller raus und gibt dem Papa einen dicken, fetten Schmatz auf die Stirn. Das ist die Fahrkarte. Und los geht's, ruft der Papa.
Tuff quietscht vor Freude, sie hält sich mit beiden Händen an Papas Ohren fest und zieht sie ruckartig nach oben. Aua, nicht so fest, ruft Papa. Langsam auspacken. Okay, Entschuldigung, lacht die Tuff und zieht Papas Ohren behutsam nach oben. Papa steht im selben Augenblick auf. Tuff zieht Papas linkes Ohr nach hinten und das rechte nach vorne und der Papa dreht sich im Kreis. Dann zieht Tuff beide Ohren nach vorne. Ihr könnt euch mal an den Ohren halten. Auch die, die jetzt beim Streaming zugucken. Genau, und wenn ihr jetzt nach vorne zieht, dann geht euer Kopf doch nach vorne. Und so könnt ihr euren Papa lenken. Und wenn ihr eins nach vorne und eins nach hinten zieht, was passiert dann? Dann dreht man sich im Kreis. Und so könnt ihr den Papa dann steuern. Also, Tuff quietscht vor Freude und lenkt den Papa mit dem Ohrenbus nach oben. Papa steht im Augenblick auf, zieht Tuff das linke Ohr nach hinten und das rechte nach vorne. Papa dreht sich im Kreis, dann zieht Tuff beide Ohren vorsichtig nach vorne und Papa setzt sich in Bewegung. An der Tür zum Kinderzimmer macht Tuff einen ganz kurzen Ruck, um Papa zum Stehen zu bringen. Der Türrahmen ist ja viel zu niedrig, niemand soll sich den Kopf stoßen. Also zieht Tuff Papas Ohr nach unten und dann nach vorne und der Papa bückt sich und taucht langsam unter der Tür hindurch. Tuff lenkt Papa zum Hochbett, steigt ab. Sie zeigt auf den Zettel am Bettpfosten, das könnt ihr übrigens auch selber basteln, so einen Führerschein. Und dann sagt sie, sau Papa, da ist mein Fahrersein. Alles klar, übrigens bist du super gut gefahren, mein Schatz. Dann macht sich Papa auf den Weg, um Pin und mich abzuholen. Als er unten ankommt, da steht Pin bereits auf der Truhe und wedelt mit ihrem Führerschein, den sie schnell selbst aus dem Zimmer geholt hat. Dann springt sie Papa auf den Rücken, drückt ihm schmatzend eine Fahrkarte auf die Frisur, dreht ihn einmal im Kreis herum und steuert ihn geübt in die Küche. Hey Pin, du hast dich doch verfahren, lacht Papa. Nein, hab ich nicht, ich hab unendlichen Durst. Pin fährt den Papa-Bus zum Schrank, nimmt sich ein Glas heraus, drückt es ihm in die Hand, damit er es mit Wasser füllen kann und ihr nach oben reicht. Als Pin es ausgetrunken hat, die Hälfte landet übrigens auf Papas Kopf, wie immer, da steht Tuff plötzlich wieder im Flur. Nanu, was machst du denn hier? Fragt Papa tropfend und verwundert. Ich hab Angst allein im Zimmer, sagt Tuff und hängt sich an Papas linkes Bein. Hey, das ist meine Fahrt, brüllt Pin. Sie ist oft sehr laut. Du bist schon gefahren, das ist oberungerecht, du musst jetzt hinterherlaufen. Nein, jammert Tuff und kneift die Augen fest zu. Ich bin ein blinder Passagier, ich kann nichts sehen und nicht laufen. Papa seufzt und dann humpeln sie zu dritt die Treppe hoch. Ich warte lieb und sehr geduldig, bis ich hoffentlich endlich auch mal irgendwann dran bin. Als Papa mich auf den Schultern hat, da steuere ich ihn direkt in Papas Schlafzimmer. Schau, so sieht es übrigens aus, wenn die Tuff sich an das Bein klammert und die Pin hochfährt. Aber das könnt ihr dann später auch mal richtig in Ruhe angucken. Nein, kleiner Schatz, heute nicht, sagt Papa streng. Ein bisschen strenger, als er wahrscheinlich wollte. Aber ich will doch bei dir schlafen, sage ich traurig, leider nicht so traurig, wie ich wollte. Ich muss doch morgen früher raus, mein Schatz, sagt Papa. Du wirst dann zu früh wach und außerdem treffen wir uns heute Nacht. Du weißt doch Bescheid, oder? Die letzten Worte flüstert er mir zu. Stimmt, flüstere ich zurück und schon bin ich wieder gut gelaunt. Dann steuere ich Papa ohne Umwege ins Kinderzimmer. Nachdem ich abgestiegen bin, öffnet Papa das Fenster sperrangelweit und lässt frischeste Luft ins Zimmer. Draußen ist es schon dunkel und der Regen hat eingesetzt, das kann ich hören, weil von der verstopften Dachrinne dicke, fette Tropfen auf die Mülltonne platschen. Ich stelle mich gerade, kerzengerade, ans Fußende meines Bettes. Steht mal kurz auf. Kann ich euch das mal zeigen? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr müsst so in eurem Bett stehen, dass ihr nach vorne geht, da wo eure Füße schlafen. Okay? So, und dann legt ihr die Hände ganz nah an den Körper. So, die Eltern dürfen auch aufpassen. Jetzt könnt ihr euch schon wieder hinsetzen. Das müsst ihr nur für heute Abend wissen. So, Papa schlingt die weiche Wolldecke um mich herum wie eine Schlange. Also wie eine plattgefahrene Schlange. Dasselbe macht er mit der Daunendecke. Er packt uns so gut und fest ein, dass ich mich fast nicht mehr bewegen kann. Und dann schaut er nach, ob alle Kuscheltiere und Kissen hinter mir bereit liegen, um mich aufzufangen. Bist du bereit? Ich halte die Luft an, schließe die Augen und nicke. Papa gibt mir einen kleinen Stoß und ich falle. Normalerweise finde ich Fallen richtig blöd, aber dieses Fallen liebe ich. Es ist irgendwie ein prickliges Gefühl zu fallen, ohne dass ich was dagegen tun kann. Kurz rauscht der Wind in meinen Ohren und dann versinke ich mit meinem Kopf zwischen all meinen flauschig weichen Freunden. Papa hebt meine Füße an und schlägt die Decke darunter. Jetzt bin ich verpackt. Papa geht von Bett zu Bett und macht das Gleiche erst bei Pin und dann bei Tuff. So,
sagt er, die Pakete sind fertig, jetzt noch eine große Briefmarke drauf und ab geht's. Er gibt uns allen noch einen lauten, langen und schmatzenden Kuss auf die Stirn. Wo soll ich denn euch heute hinschicken? Ich will, ruft Pin, doch Papa unterbricht sie. Pin, es heißt, ich möchte, nicht ich will, der Willi wohnt im Keller. Okay, okay, sagt Pin, ich will trotzdem zu Schokoladenbaum auf dem Marzipanhügel. Papa seufzt. Aber ich möchte heute unbedingt zur Kaugummibrücke, rufe ich. Nicht die Kaugummibrücke, sagt Papa entschieden. Da bin ich doch letztes Mal fast kleben geblieben. Ja, dann bei der überriesigen Schoketti-Schaukel. Von dort aus haben wir es ja auch nicht so weit zum Wundsprungfelsen, schlage ich vor. Das ist aber ganz schön nah an den fliegenden Fischen, warnt Papa. Egal, diesmal essen wir den nicht, sage ich. Papa schaut uns prüfend an, er kneift die Augen zusammen und dann sagt er ganz ernst, wer von den gebratenen fliegenden Fischen ist, der kann sich am nächsten Tag, ja, der kann sich am nächsten Tag an nichts erinnern, falle ich ihm ins Wort. Ich habe doch gesagt, dass wir heute keinen Fisch anrühren, egal wie lecker sie riechen oder aussehen. Okay, abgemacht. Aber seid pünktlich, mahnt Papa mit erhobenem Zeigefinger. Ja, wir sind ja eigentlich immer pünktlich, versichert Pin. Ich bin auch pünktlich, ruft Tuff. Ich möchte sie beißen. Bevor Papa auf die Idee kommt zu gehen, da sage ich schnell, Papa, singst du uns noch das Lied vor? Oh ja, das hätte ich ja fast vergessen, sagt Papa. Er setzt sich auf Tuffs Bettkante. Tuff fängt wie immer vor Freude an, wild zu strampeln. Wir drei lieben es, wenn Papa singt. Macht er ja auch wirklich nicht so schlecht. Komm, wir träumen uns zusammen an unseren ganz geheimen Ort. Wir schließen einfach unsere Augen und schon sind wir dort. Hier können wir alles von uns haben. Jeder träumt, so viel er kann. Du kannst mich alles fragen. Ich träum dich, du träumst mich. Komm, wir träumen uns zusammen. Papa steht auf, dann streichelt er uns noch einmal über den Kopf und sagt, wisst ihr was? Zur Sicherheit klebe ich euch noch eine zweite Briefmarke drauf. Ich möchte, dass ihr sicher ankommt im Paradies der Träumer. Papa gibt uns noch einmal allen einen dicken Kuss auf die Stirn. Dann steht er auf, schließt das Fenster bis auf einen kleinen Spalt und verlässt das Zimmer. Was wir heute Nacht wohl alles erleben werden, denke ich noch. Dann schließe ich schnell die Augen. Ich habe ja versprochen, pünktlich zu sein. Tuff schläft und Pin schnarcht. Das ist das erste Kapitel. Wow, vielen Dank. Dankeschön. Also für mich war es wirklich so, als wäre ich jetzt direkt dabei gewesen bei euch zu Hause. Geht es, also wenn du deine Kinder ins Bett bringst, dann geht das jeden Abend im Prinzip so ab? Ja, also jetzt mittlerweile sind meine Großen schon so weit, dass sie selber den Führerschein machen und nicht mehr mit dem Ohrenbus fahren. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eigentlich, finde ich, ein gutes Beispiel, um auch vielleicht den Eltern mal zu sagen, was Fantasie ausmacht. Also ich kann ein Beispiel nennen, wenn mein Papa abends nach Hause kam und zum Beispiel gesagt hat, Entschuldigung, dass es später geworden ist, ich hatte noch einen Platten und musste noch zur Werkstatt, dann habe ich am nächsten Tag vollkommen in Brustton der Überzeugung gewusst, mein Papa, oder auch erzählt in der Schule, ja, mein Papa konnte gestern nicht, der hatte noch einen Platten im Auto, der musste noch, oder der hat einen Wildunfall gehabt oder sowas. Ne? Ja. Das ist ja dann in meinem Kopf die Realität. Ja. Und dazu habe ich ganz klare Bilder im Kopf. Und wenn ich als Papa meinen Kindern erzählt hatte, was wir nachts erlebt haben im Paradies der Träumer, dann war das für meine Kinder absolute Realität. Das heißt, ich habe ganz oft meine Kinder beobachten können, wie sie mit Freunden über das Paradies der Träumer gesprochen haben, in einem Alter, wo man glauben würde, das ist wird anders wahrgenommen mittlerweile, aber man hat gesehen, dass sie auch im Brustton der Überzeugung von Abenteuern gesprochen haben, als würden sie tatsächlich von einem Urlaub erzählen. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig zu wissen, also diesen Vergleich, dass man früher Dinge einfach nur gehört hat und die haben sich in unseren Köpfen als Geschichten festgesetzt, die passiert sind, können wir das mit den Kindern auch machen. Mhm. Und jedes Quäntchen Fantasie, was wir schaffen, am Abend oder am Morgen oder tagsüber den Kindern zu geben, beim Spazierengehen entdeckt man so viele Dinge. Ich habe Spuren von Drachen schon gefunden im Wald. Ich habe Spuren schon von Außerirdischen gefunden. Man muss sie nur suchen. Und wenn man mit den Kindern darüber redet, passieren so schöne Dinge. Ja, das ist so toll. Genau, also das werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal vornehmen, die Welt nochmal so ein bisschen so zu sehen und
nach diesen Spuren von Drachen zum Beispiel, fände ich mega, wenn ich welche finde mit meiner Tochter. Meistens an Felswänden, wenn man sieht, dass da so Löcher drin sind. Die Löcher in den Felswänden sind oft die Speere, die die Ritter früher auf die Drachen geschossen haben. Siehste, und aber deine, als du das Buch dann geschrieben hast, ne, deine Kinder kannten ja diese Geschichte schon, die wir jetzt gleich, wenn wir noch ein bisschen weiterhören, die kannten die schon, aber wir alle anderen kannten die so ja noch nicht, auch wenn wir auch schon mal im Paradies der Träumer gewesen sind. Jeder erlebt ja seine eigene Geschichte dort. Genau. Ja. Aber was hast du genau gedacht, für wen schreibst du die Geschichte? Also im Grunde genommen dachte ich muss gar kein Buch schreiben, weil ich ja mit meinen Kindern jede Nacht im Paradies der Träumer bin, wenn wir uns verabreden. Manchmal sind wir so müde, dann vergessen wir es auch. Manchmal kann jemand nicht früh genug einschlafen, dann verpasst er uns. Oder ich habe mich mit meinen Kindern verabredet und die sind dann nicht gekommen, weil sie noch gequatscht haben im echten Bett. Und dann habe ich gedacht, ich muss kein Buch schreiben. Aber als ich jemandem von diesem Buch erzählt habe, hat diese Frau, die ist beruflich Psychologin, und die hat gesagt, kannst du das bitte schreiben für die Eltern, damit sie eben als wie eine Art Werkzeugkiste für diese Abendrituale eine Anleitung haben. Und das fand ich so einen schönen Gedanken. Also wir als Familie hätten es nicht gebraucht, weil wir es erleben. Aber ich fand das eine schöne Idee zu sagen, man schreibt das für Menschen, die noch nicht selber den Weg zum Paradies der Träumer entdeckt haben oder vielleicht auch Eltern, die es schon wieder vergessen haben, dass es das gibt. Also super, dass du das gemacht hast, dass du dich hast überzeugen lassen, weil ich finde, funktioniert wirklich genau so. Ja? Und alle, die jetzt dieses Buch zum Beispiel heute mit nach Hause nehmen, können es vorgelesen bekommen von ihren Eltern, können schon mal, bevor sie einschlafen, schon mal ein bisschen sich aufs Paradies der Träumer sozusagen einstellen. Und dann, was ich ganz interessant finde, wenn jemand auch jetzt an der Kamera oder hinten an den Geräten oder hier von euch, wenn ihr mal im Paradies der Träumer wart und ihr habt eine Ecke entdeckt, die hier nicht drin steht, dann müsst ihr uns da mal eine E-Mail schreiben, einen Brief schreiben. Die Mama und der Papa können ja dann schreiben und ihr sagt, was ihr da entdeckt habt. Und dann würde ich total gerne wissen, weil dann kann ich, wenn ich nochmal so ein Buch schreibe, kann ich die Ecken mit reinnehmen, die ihr entdeckt habt. Das würde mich total interessieren. Das fände ich super. Jetzt haben wir schon ein bisschen was, weil wir sind ja alle, wir haben, glaube ich, alle von diesen fliegenden, gebratenen Fischen gegessen. Ich hab alles vergessen. Du hast alles vergessen. Und du musst noch mal rangehen. Ja, und ich würde jetzt deshalb, wollte ich dich einfach noch mal fragen, kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, bevor du gleich weiterliest, was ist das Paradies der Träume überhaupt? Was gibt's da? Also das könnte ich, die Frage, die du mir jetzt stellst, die gebe ich jetzt gleich mal weiter. Was glaubt ihr denn oder was würdet ihr euch wünschen oder wer schon mal da war, was gibt's denn alles im Paradies der Träumer? Ja? Berge aus was? Aus Süßigkeiten. Auf jeden Fall. Berge aus welchen Süßigkeiten gibt es da Berge? Aus Schokolade. Schokolade. Es gibt sogar ein... Bitte? Ist das echt? Natürlich. Das gibt alles, ist alles echt. Man muss nur da gewesen sein und nicht von den gebratenen fliegenden Fischen essen. Was sagst du? Was müsste es denn im Paradies der Träumer geben? Das ist ja schon so, aber das kannst du sagen. Ich kann euch sagen, es gibt einen Marshmallowberg, es gibt eine Brücke, die steht, Entschuldigung, es gibt ein Katapult, da kann man sich von einem Kaugummi-Katapult, das ist wie eine Steinschleuder, kann man sich selber reinstellen und dann lässt man sich über das Tal in den Marshmallowberg schießen. Das macht mega Spaß. Was gäbe es denn noch? Was müsste es denn, wenn ihr es auch nicht kennt? Was wär's denn, was würde denn euch gefallen, was es da gäbe? Ja? Lutscherbäume. Lutscherbäume gibt's. Warst du schon da? Weil ich habe, das steht da drin. Dann hast du schon gelesen, das Buch? Nee. Da siehst du, dann kennst du dich ja doch aus. Dann warst du wirklich schon da. Also tatsächlich kann man sagen, im Paradies der Träumer entdeckt ja jeder auch wirklich das, was er will. Das Schönste, was ich kenne, ist der Wunschsprungfelsen. Das ist auch ein Kapitel, das heißt auch der Wunschsprungfelsen. Da springt man von einem Felsen in einen See rein und in der Luft wünscht man sich, in was man landen würde, wollen würde. Und dann landet man und mein Lieblings... Ich frage erstmal, was, ich sage euch erst später, wo ich immer gelandet bin am liebsten. Wo würdet ihr gerne landen? In was würdet ihr gerne landen? In warmem Kakao oder was? Wo würdest du gerne landen? Wo würdest du gerne landen, wenn du ins Wasser springst? Also es ist ja dann kein Wasser, du kannst dir ja wünschen, was es ist. Marshmallows. In Marshmallows. Ja? In Marshmallows. Auch in Marshmallows. Ich hatte ein Kind letzte Lesung da, das hat gesagt, in Bier. Oh. Okay. Das fand ich, ich dachte, aber das kommt aus dem Schwarzwald, wo ich herkomme, weil das ist da normal. Das Schönste, wo ich immer landen wollte, war kaltes Stracciatella-Joghurt. Ah.
Okay. Oh, das war so angenehm. Ich fand es sehr angenehm. Wo wirst du landen wollen? Ich überlege gerade. Also kalt fände ich auch schön, aber heute, wo hier in Frankfurt so ein wirklich Mistwetter ist, glaube ich, würde ich im warmen Kakao landen. Kakao, sehr gut. Mit ganz viel Milchschaum oben drauf. Ja, klar, dass man noch weicher fällt. Also man kann sich das wirklich wünschen und deswegen macht mir der Wundsprungfelsen mit am meisten Spaß. Aber wenn ihr wollt, lese ich weiter und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Dann ist die Zeit schon wahrscheinlich rum. Bald. Mhm. Bald. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, wie spät ist es denn? So. Okay, weißt du noch, wie viel Zeit wir haben? Wir haben noch. Wir fangen einfach mal an. Okay, also. Jetzt gibt es ein Kapitel, das dauert ungefähr fast so lang wie das, was ich schon mal gelesen hatte gerade, aber nicht ganz so lang, aber es wird spannend. Das Kapitel heißt Paradiesisches Erwachen, denn wenn ihr in eurem Bett einschlaft, dann werdet ihr zur gleichen Zeit wach im Paradies der Träumer. Und wenn ihr zurück wollt, ist es genau das Gleiche. Man wird im Paradies der Träumer, weil man so vieles erlebt, so müde wie du gerade. Und dann schläft man nämlich im Paradies der Träumer ein und wacht im echten Leben wieder auf. Also man kommt immer automatisch zurück. Egal wie lange man gerne da bleiben will, irgendwann wird man einfach so müde, dass man wieder woanders aufwacht. Ganz langsam werde ich wach. Ich bin noch so müde, dass ich die Augen gar nicht aufmachen will. Ein süßer, warmer Geruch kitzelt in meiner Nase. Es riecht, als würde Papa mir einen Teller voller frisch gebackener Pfannkuchen, warmer Schokolade und Himbeeren unter die Nase halten. Das hat er mal gemacht, als ich traurig war wegen Mama. Außerdem riecht es nach Zuckerwatte und nach gebrannten Nüssen, solche, die wir immer beim Karussell bekommen. Nach Fruchtgummis und nach Marshmallows und Äpfeln mit pinken Zuckerzeugs. Es riecht nach den süßesten Süßigkeiten, die man sich nur wünschen kann. Nach allem, was so herrlich, lecker und eigentlich ganz sicher im Geheimen gesund für Kinder ist. Papa, Paul und Herr Hüpfemann und alle anderen Erwachsenen, die mich kennen, die sagen zwar was anderes, aber die können ja nicht alles wissen. Die Luft ist voll mit diesen herrlichen Herrlichkeiten. So frühlingsfrisch, so sommerleicht, so herbstprächtig und gleichzeitig wie Weihnachten. Besser kann ich es nicht beschreiben. Um mich herum höre ich ein Blubbern und ein Plätschern und ein Köcheln und ein Dampfen, Flattern und Brummen. Und das alles zusammen klingt irgendwie gemütlich. Am liebsten würde ich sofort wieder einschlafen. Ich bin aber viel zu neugierig und schlage die Augen auf. Wow, sage ich und meine es ganz genauso, wie ich sage. Um mich herum ist alles bunt. Ein wirklich wildes, verrücktes, buntes Bunt. Viel bunter als zum Beispiel das Krickelkrackel, das Tuff immer an die Flurwand malt. Ich spüre eine kleine, klebrige Hand an meinem Arm. Es ist Tuffs Hand. Sie sitzt neben mir mit aufgerissenen Glücksaugen und beißt gerade in einen Stein. Was? In einen Stein? Tuff, was machst du denn da? Rufe ich erschrocken. Ich esse einen lecker Stein, sagt Tuff und schmatzt und greift schon nach dem nächsten. Nein, lass das, sage ich und nehme ihr schnell den Stein aus der Hand. Ein leichter Wind pustet mir durchs Haar. Es duftet nach Zitrone. Und im selben Augenblick färbt sich das Gras gelb. Habe ich mir das gerade eingebildet oder schlafe ich noch? Ich will mir gerade in die Wange kneifen, da rühre ich hinter uns ein lautes Kreischen. Pin! Erschrocken springe ich auf. Pin! Pin! Wo bist du? Was ist los? Rufe ich. Der Schrei kam von hinter dem mächtigen Baumstamm. Ich schnappe Tuff und laufe los. Als wir endlich um den Baum rum sind, da kann ich Pin nirgendwo entdecken. Aber ich höre sie noch rufen. Aber das entfernt sich ganz rasch. Ich lasse Tuff ins zitronengelbe Gras plumpsen und renne zur Hügelkuppe, hinter der es steil nach unten geht. Und nun sehe ich Pin. Sie saust mit einem Affenzahn in einem Bach mit grün schimmerndem Wasser den Berg hinunter, direkt auf einen See zu. Oh nein, Pin kann gar nicht schwimmen. Ich muss sie retten. Tuff, warte hier, ich komme gleich wieder und keine Steine mehr essen, hörst du? Rufe ich ihr zu und springe in den Bach. Kaum bin ich drin, da merke ich, das ist ja gar kein Wasser. Es ist glibberig und es riecht nach etwas, das ich kenne. Irgendwie lecker. Ich kann jetzt aber nicht darüber nachdenken, denn ich werde in kürzester Zeit so rasend schnell, dass es in meinen Ohren nur so rauscht. Und in diesem Moment landet Pin mit einem riesigen Platsch im See. Es gibt eine richtige Glibberglitschfontäne, als hätte man einen Silvesterkracher in Slime explodieren lassen. Als auch ich in den See klatsche, da gibt es eine zweite glibberglitschige Flutwelle und um mich herum ist plötzlich alles grün und still. Nur ein glucksendes Blubbern ist zu hören. So sieht es aus, wenn die Pin mit ihrem Ledermützenhelm in dem See platscht.
Ich weiß nicht, wo oben und unten ist, und gerade als ich Angst bekomme, Pin in diesem Glibber nie wiederzufinden, da werde ich gepackt und sanft aus dem See gehoben. Langsam schwebe ich zum Ufer und lande im weichen Gras, das nun die Farbe von Flieder hat. Neben mir sitzt Pin. Hallo Pin, rufe ich und nehme sie in den Arm. Zum Glück ist dir nichts passiert. Wie bist du denn so schnell aus dem See gekommen? Du kannst doch gar nicht schwimmen. Ja, genauso wie du, antwortete sie. Jemand hat mich einfach rausgehoben. Man kann hier gar nicht ertrinken. Schau mal. Pin zeigt nach oben, wo ein großes, flatterndes Etwas schwebt. Es sieht aus wie ein übergroßer, freundlicher Schmetterling. Das ist ein Retterling. Ich winke dem Retterling zu und er zwinkert zurück und dann fliegt er davon zur Hügelkuppe hinauf, wo Tuff wie eine Ente mit Windeln auf dem Glibberbach zuwatschelt. Tuff, nein, bleib, wo du bist, rufe ich. Doch da lässt sie sich einfach in den Glibber plumpsen. Tuff rast wie ein Baron auf einer Kanonenkugel den Bachlauf hinab. Der Retterling nimmt ganz mühelos die Verfolgung auf und bleibt immer direkt über ihr. Mit weit aufgerissenen Augen und nach vorn gestreckten Armen und wild am Schnuller nuckelnd, da platscht Tuff in den See. Pin und ich halten die Luft an und noch während der See sich beruhigt, da greift der Retterling nach Tuff und zieht sie schmatzend aus dem Glibber. Behutsam flatternd er mit Tuff im Gepäck zu uns ans Ufer. Er setzt sie neben uns ins Gras und fliegt davon. Da sitzen wir nun, sind von oben bis unten voll mit diesem grünen Glibberzeugs. Ein nach Himbeeren duftender Windhauch zieht durch das Tal und das Gras wechselt seine Farbe in ein zartes Rosa. »Wo sind wir hier?«, frage ich außer Rand und Band. »Na wo wohl?«, ruft Pin noch viel mehr außer Rand und Band. »Im Paradies der Träumer natürlich, und zwar im Reich der Süßen.« Sie reißt ein Büschel rosa Gras aus und stopft es sich in den Mund. »Alles essbar, alles lecker, kein Bauchweh, niemand da, um es zu verbieten. Yay!« Sie kreischt vor totaler Begeisterung, steht auf und rennt, natürlich mit wedelnden Fäusten wie immer und wie eine wild gewordene kleine Schwester im Kreis, dass der Glibber nur so von ihr fliegt. Tuff steckt sich einfach den nächsten Stein zwischen die Zähne und taucht beide Hände ins Gras. Aus ihren Haaren löst sich ein großer Glibberbollen. Er glitscht über ihre Stirn an der Nase herab und bildet an ihrer Nasenspitze einen großen Tropfen. Es sieht so aus, als hätte sie ohne Taschentuch genießt. Tuff schielt drauf und rümpft die Nase und macht große Augen. Ich will ihr gerade den ekligen Glibber wegwischen, da schnellt Tuffs Zunge wie bei einem Frosch nach vorn und die Zunge verschwindet samt Rotzklotz in ihrem Mund. Ich muss mich fast übergeben. Aber Tuff sieht sehr glücklich aus. Vorsichtig rieche ich an meiner Hand und berühre sie mit der Zunge. Waldmeistergeschmack. Es ist Götterspeise. Natürlich, das ist es. Deshalb sind wir auch so schnell in den Bach hinuntergesaust. Wir sind also wirklich im Paradies der Träumer. Wir haben es endlich geschafft. Wo ist denn der Papa eigentlich? Fragt Tuff. Ja, an der riesigen Schoketti-Schaukel, sage ich. Da wollten wir ihn doch treffen. Na und wo ist diese mega große, riesig fette Schoketti-Schaukel, hä? Fragt Pin aufgeregt und dreht sich dabei spähend im Kreis. Na, die ist natürlich in der Nähe vom Wundsprungfelsen, sage ich. Wollen wir da mal hin? Ja, sagt Tuff begeistert. Ich möchte zum Papa. Und ich will in Zitronenlimo baden, ruft Pin und stürmt los. Es heißt doch, ich möchte, flüstert Tuff und rollt mit den Augen. Jetzt kommt die überriesige Schoketti-Schaukel. Mit Tuff auf dem Arm folge ich Pin. Ich weiß nicht, woher sie es weiß, aber irgendwie weiß meine Schwester, in welche Richtung wir gehen müssen. Und irgendwie weiß ich es auch. Wir müssen zu den Bergen der Dutzend Flüsse. Ich weiß nicht, warum ich den Namen kenne. Ich weiß aber, was Dutzend bedeutet, nämlich 12. Und diese 12 verschiedenfarbigen Flüsse fließen alle in einen großen See. Der See, der unendlich 1.000.000.126 Farben. Woher ich das weiß? Das habe ich ehrlich gesagt einfach mal so erfunden. Boah, sagt Tuff, als wir oben angekommen sind. Ihr Mund steht offen, den Schnuller hält sie in der Hand. Völlig fasziniert blickt sie auf den See, der sich unter uns ausbreitet. Uiuiui. Selbst Pin ist stehen geblieben, der Blick von hier oben ist wirklich sehr beeindruckend. Der See sieht aus wie ein Flickenteppich. Die einzelnen großen bunten Flicken verändern ständig ihre Form und Farbe und ihre Größe und manchmal vermischen sie sich auch. Und so gibt es immer neue Farben und Flicken. Irgendwie erinnert mich das an meinen Wasserfarbkasten. Wenn ich ihn unter dem Wasserhahn auswasche, da fließen die Farben im Waschbecken auch immer so schön ineinander, bis sie dann als kackbraune Brühe im Abfluss vergluckern.
Hier im See gibt es auch vereinzelt braune Flecken. Hoffentlich ist es Kakao. Von hier aus können wir auch schon den Wundsprungfelsen sehen. Und da ganz in der Nähe, da ist natürlich der Marshmallowberg. Auf dem ist der Absprungpunkt der riesigen Schoketti-Schaukel. Wenn man von dort oben startet, dann muss man sich nicht anschaukeln. Man muss einfach nur loslassen und die Schaukel schaukelt von ganz alleine. Und wen sehen wir dann noch? Papa, Papilein, Papi, ruft Tuff überglücklich. Ich muss lachen, weil es lustig aussieht, wie Papi sich etwas ungelenkig auf diese riesige Schaukel setzt. Er blödelt dabei wie ein verrückt gewordener kleiner Junge. Los geht's, yeah, juhu, ruft er und lässt sich von der Schaukel davontragen. Und seine Stimme wird immer leiser, während er sich weiter und weiter und weiter und weiter und noch weiter von uns entfernt. Oh, meine liebe Güte, denke ich, diese Schaukel ist ja wirklich riesig. Es sieht aus, als würde Papa auf einem großen Schokoladenriegel sitzen, der an zwei ganz langen Spaghetti hängt. Die Spaghetti sind so lang, dass sie einfach in den Wolken verschwinden. So weit hoch, ich kann das Ende gar nicht sehen. Wo sind die denn festgemacht, frage ich mich. Papa ist jetzt nur noch als ganz kleiner Punkt hinten bei den Bergen am Ende vom Himmel zu sehen, bevor sich der Schokoriegel mit ihm wieder auf den Rückweg macht. Yeah, juhu, yeah, juhu, kommt seine Stimme wieder angeflogen. Er benimmt sich gerade nicht wie ein Papa. Naja, ist ja auch unser Papa. Ich komme, warte auf mich, Papa, kreischt Pin und saust los. Ich müsste aussaugen, los, schnell weiterlaufen, sagt Tuff und ruckelt und zuckelt mit ihrem Arm auf meinem Arm hin und her, als würde sie auf einem Pferd sitzen. Also trabe ich Pin hinterher, den Marshmallowberg hinauf und als wir oben angekommen sind, ist Papa von seiner Schaukelreise gerade zurück. Papa, rufen wir alle drei. Ach, da seid ihr ja endlich. Papa legt die Arme um Pin und mich und drückt sich an uns. Was wollen wir als nächstes Verrücktes machen, fragt Papa. Erst mal ein bisschen umschauen, sage ich. Es ist hier alles so sonderschön. Ich mag es nämlich, wenn man zwischendurch mal ein bisschen ruhig macht. Also schauen wir uns in aller Ruhe um. Ich halte Papa ganz fest und Papa hält mich ganz fest. Das liebe ich. Oh je, immer diese Glotzerei. Langweilig. Ich will schaukeln, stöhnt Pin und dreht sich um. Das heißt doch, ich müsste schaukeln, sagte eine Stimme, die rasch immer leiser wird. Wir drehen uns erschrocken um. Oh nein, Pin schießt wie ein Pfeil davon in Richtung Schoketti-Schaukel. Doch es ist zu spät. Tuff hat es irgendwie geschafft, auf den Schokoriegel zu klettern. Sie winkt Pin fröhlich zu und im nächsten Augenblick saust sie auf dem Schokoriegel in die Ferne. Ich fange vor Schreck an zu zittern. Hoffentlich hält sie sich gut fest. Ganz ruhig, sagt Papa. Sie ist doch gleich wieder zurück. Ehrlich gesagt klingt er aber selbst gar nicht so ruhig. Wir schauen Tuff hinterher, die wie eine Rakete ins Tal schießt. Jetzt ist sie schon so weit weg, dass ich den dicken Schokoriegel nur noch erahnen kann. Und Tuff ist viel zu klein, um sie aus dieser Entfernung noch sehen zu können. Mittlerweile ist die Schaukel auf der anderen Seite des Tals angekommen. Schau, jetzt kommt sie doch wieder, sagt Papa ganz erleichtert. Die Schaukel kommt immer näher und irgendwie habe ich gleich das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Jetzt kann ich es erkennen. Tuff sitzt nicht mehr drauf. Die Schaukel ist leer. Oh je, oh je. Also, wir müssen vielleicht noch vorweg sagen, Tuff ist zwar nicht mehr auf der Schaukel, aber im Paradies der Träumer, da kann nichts Schlimmes passieren, oder? Also, ich dachte auch immer, es kann nichts Schlimmes passieren. Okay. Und bis jetzt stimmte das auch. Also, ich würde jetzt gar nicht verraten, natürlich wachen die am nächsten Tag alle wieder auf und auch Tuff wacht wieder auf. Aber was dazwischen passiert, das verrate ich nicht. Das ist sehr spannend. Okay, dafür sind wir ja auch heute hier, dass wir mal reinhören können in dein Buch und das Buch dann mit nach Hause nehmen können, uns vorlesen lassen können oder selber vorlesen und dann erfahren, wie es weitergeht. Ich glaube, du hast noch eine Menge Geschichten aus dem Paradies der Träumer für uns zu erzählen. Wird es noch mal weitergehen? Weißt du schon, sagst du uns irgendwas? Also ich glaube, von den Ideen gibt es ganz, ganz viele, die man noch einbauen kann. Und es liegt ja immer so ein bisschen dran, ob die Menschen, vor allem die jungen Menschen, dieses Buch mögen. Und wenn wir merken, die mögen das sehr, dann fände ich es ja fast gemein, wenn wir kein zweites Band schreiben würden. Aber wenn wir merken, die Leute
interessiert es nur so halb, dann brauchen sie auch kein zweites Band. Aber wir gucken so ein bisschen. Ja. Bis jetzt sieht es so aus, als könnte man ein zweites machen. Oh, das wäre ganz toll, weil ich will unbedingt wissen, was man noch alles machen kann und was es noch alles gibt im Paradies der Träumer. Vielen Dank, Max. Vielen Dank euch, dass ihr so schön zugehört habt. Ja, total. Ich hoffe, nett. Auch alle Eltern haben wirklich fleißig die Ohren gespitzt. Sagt ihnen auf jeden Fall, dass ihr das Buch haben möchtet, dass sie es euch ganz oft vorlesen sollen. Und vergesst den Ohrenbus nicht. Genau. Ohrenbus, gleich den Führerschein machen zu Hause. Oder ich habe noch einen kaufen. Tatsächlich habe ich noch nachher noch eine kleine Überraschung. Das habe ich noch was dabei. Okay. Und wenn ihr nämlich heute, also alle, die hier sind, in Frankfurt bei den Fischer Verlagen, können sich das Buch jetzt eben kaufen oder haben es schon dabei und du wirst gleich auf jeden Fall hier noch signieren. Das ist was ganz Besonderes. Dann könnt ihr das nämlich schon mal mitnehmen. Und nochmal ein ganz besonderer Hinweis von uns beiden Vätern, vielleicht auch einfach an alle Väter, die es so gibt, die uns gerade zuschauen oder die uns jetzt hier beiwohnen, hören können. Traut euch, lest vor, versucht es, habt Spaß mit den Kindern. Man kann eigentlich nichts Besseres machen und sich auf so eine tolle Geschichte wie die von Max verlassen und einfach vorlesen. Sehr gerne. Ja, und ich kann auch nur sagen, dass bei all den Dingen, die ich erleben darf in meinem Leben und mit Musik und den Auftritten und den ganzen Dingen, die mein Beruf so mit sich bringt, ich spreche da mit tiefster Ehrlichkeit, wenn ich sage, dass wenn ich einen Tag mit meinen Kindern alleine oder mit meinen Kindern zusammen war und nur mit meinen Kindern zusammen war, dann gibt es für mich keinen sinnhafteren Tag. Also ich habe nie das Gefühl, boah, heute war ich den ganzen Tag nur mit den Kindern zusammen, sondern ich habe das Gefühl, wow, heute war ich den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammen. Und deswegen, ich kann es nur empfehlen, alle Momente, die man hat, ritualisieren. Es gibt so viele Momente, die man ritualisieren kann und eigentlich das Ritual übersetze ich mittlerweile mit Zelebrieren von Momenten, die eh da sind. Und warum soll man sich das ins Bett bringen, so stressig machen, wenn man sich so schön machen kann? Es ist ja so eine besondere Zeit, jeden Abend wieder. Genau. Ja, okay. Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank. Schön, dass ihr Danke da wart. Dir. Danke, Max. Dankeschön. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss.